Was genau ist jetzt der Unterschied zwischen Index PM und Index Now, was du gerade schon erwähnt hattest? Ja, die Unterschiede sind eben, Index PM ist die On-Premise-Version, Index Now ist die SaaS, Software as a Service-Lösung, also als Abonnement, als Mietmodell zu verstehen. Index PM, die On-Premise-Lösung, ist tatsächlich ein Kauf der Software. Auch hierbei natürlich vollständige Integration ins Outlook und ins Web. Sie haben hierbei einmalige Lizenzkosten, also eine zeitlich unbegrenzte Lizenz, die Sie erwerben, und haben damit natürlich die volle Kontrolle, da die Daten in diesem Fall auf Ihrem unternehmensinternen Server liegen. Das heißt also, Sie haben einen eigenen lokalen Datenbankserver und die Index-Datenbank liegt bei Ihnen im Hause. Oder eben auch selbst gehostet natürlich. Aber Sie erwerben die Software, gehört Ihnen. Die Index Web App, auch die ist natürlich on-premise verfügbar. Damit haben Sie Zugriff auf die Projektdaten von jedem Ort, aber über die mobilen Geräte natürlich auch. Und die Web App kann auch alleine genutzt werden. Also das Outlook-Add-in ist nicht Voraussetzung, sondern Sie können auch nur mit der Web App arbeiten und können es damit nutzen. Die Mobile App für Android und iOS Betriebssysteme handyseitig kann natürlich auch genutzt werden bei dem On-Premise-Produkt. Also Inlux PM für alle die, die die Daten gerne selbst im Haus haben wollen. Wir unterstützen hierbei übrigens Microsoft SQL als Datenbankserver. In der Einzelplatzversion ist das kein Problem, da brauchen Sie keinen SQL-Server. Bei der Einzelplatzversion als lokale Kauflösung wird einfach eine lokale Datenbank erstellt auf dem Gerät des Users. Ja, dann haben wir noch Index Now. Index Now ist eben diese Cloud-basierte, quasi schlüsselfertige SaaS-Lösung, die vollständig auch sich über Outlook und Web integrieren lässt. Also Sie haben die gleichen Funktionen, die Sie auch in der On-Premise-Variante haben. Hierbei allerdings ein flexibles Mietmodell, sprich Inlux Now kann monats- oder auch 12-monatsweise abgeschlossen werden. Bei dem Monatsabo kann man natürlich dann auch jederzeit skalieren, von Monat zu Monat die Userzahlen rauf oder runter. Wäre natürlich auch möglich. Auch hierbei Datensicherheit in dem Fall dann nicht bei Ihnen, sondern bei uns. Sämtliche Projektdaten befinden sich in Deutschland. Wir haben zwei Serverstandorte. Das eine ist in Frankfurt und die Spiegelung der Daten findet statt im Rechenzentrum in Magdeburg. Die Rechenzentren werden durch die T-Systems betrieben und unterliegen natürlich dem deutschen Datenschutz und sind somit auch dem deutschen Recht unterlegen. Die Index Web App, hierbei muss nicht konfiguriert werden. Die Web App ist von vornherein verfügbar und dementsprechend können Sie von jedem mobilen Gerät darauf zugreifen. Die Web App kann natürlich auch alleine oder auch mit dem im Zusammenspiel mit Outlook genutzt werden. Hier allerdings bei Outlook müsste eine Installation stattfinden, denn das Outlook Add-in muss ja trotzdem für Outlook installiert werden, lokal. Sie brauchen aber eben keine Datenbank dahinter, weil die sich bei uns im Rechenzentrum befindet. Auch hier die Inlux Mobile App für Android und iOS verfügbar. Ja, das sind die beiden Versionen, die wir haben, Katrin.